dann auf die schnellen Umschaltmomente setzen. Wir werden drauf schauen, wie sich das hier entwickelt. Die Verler, die Gäste in Rot. Ja, oh ja, auf jeden Fall. Heberwein. Na, durchgesteckt, jetzt ist mal ein bisschen Raum da. Wieder durch, Abschussmöglichkeit und wieder Schulze, Nachschuss auch drüber. Jetzt mal die Standardsituation auf der Seite. Kammerbauer und Geiret mit Schnitt zum Tor hin. Und Lotka. Auch der gefährlich im 16-Meter-Raum. Aufgepasst, wieder Pfosten. Tom Back. Minuten, testen Sie mal die Torumrandung hier im Stadion Rote Erde. Einmal rechts, einmal links. Und Eberwein mit. Und Göbel. Elongo Yombo. Etwa auch im Zentrum. Jetzt ist er gut auf den ersten Pfosten gespielt. Und die Führung für den BVB. Jordi Paulinha. Ja, ganz schick gelöst da. Auf der rechten Seite. Gut in die Mitte gespielt. Und Treffer Nummer 2 für den BVB. Durch Julian Hetwer, aber er geht durchgesteckt. Mogutay, der ist nicht im Abseits, in den Rückraum gelegt. Kopfball ist da, Treffer Nummer 3. Jordi Paulinha. Beziehungsweise nehmen Sie lieber den Einwurf mit. Ah, den gibt es aber gar nicht mehr. Tobias Wittmann schickt die Mannschaften in die Kabine. Es ist eine auf der Ergebnistafel sehr deutliche erste Halbzeit. Aus Verler Sicht startet die Mission Aufholjagd. Zweite 45 Minuten. Kurz ausgeführt. Benger mit Geiret. Die ist gut und jetzt ist er drin. 3-1. Dominik Stečík lässt sich in der Heimtabelle. Auch da wird sich ein wenig was tun. Es ist Feierabend. Tobias Wittmann pfeift diese Partie ab, der BVB. Live bei Magenta Sport.